Ich bin so gespannt, wohin es hier geht. Ab jetzt komplett neuer Content. Wir sind wieder in einer Höhle gelandet. Das Blöde ist, unsere Fiole taucht hier jetzt alles in blaues Licht. Ah, hier sind wir doch. Das war ein Denkfehler von mir. Ich dachte ja bei der ersten Höhle, das ist die Höhle des Alchemisten. Hier sind wir jetzt angekommen. Das war die nicht. Jetzt sind wir da angekommen. Hier sieht man die Boote. Die Totenboote sozusagen. Wie sie über das Meer, über das See, über den See angekommen sind. Und hier an diesem Ort gelandet sind. Das hier ist jetzt wirklich die Höhle des Alchemisten. Sein Hort sozusagen. Und ich werde mich hüten, in diese Pflanzen zu beißen. Hier sieht man noch die ganzen Särge, wie sie gestapelt sind. Jetzt sind wir wirklich im Heim des Alchemisten und damit auch im Heim. Ich mach mir mal Licht. Und jetzt springt dich das Katzenvieh aus Miasmata an. Nee, hoffentlich nicht. Ich weiß aber nicht, was gruseliger ist. Ich glaube, hier ist der Gegenspieler, der Bösewicht, gruseliger. Ich mach mir Licht an. Aber hallo. Allerdings will ich auch nicht, dass unsere Fiole leer läuft. Das ist ein Labyrinth. Oh nö. Er hat immer alles überwacht. Er ist immer dabei gewesen. Und gerade wenn es um die Toten ging. Hallo. Ich nehme nicht den dunklen Weg. Ich nehme den hellen. Ja, und hier, obwohl, hier kann ich ja vielleicht mich durch. Ja, hier kann ich durch. Jetzt füllt sich auch die Fiole nicht mehr. Stimmt. Vielleicht tut sie das nur bei Licht. Hier sind wir im Licht. Funktioniert das? Aber es ist Nacht draußen. Natürlich ist es Nacht. Ich muss aufpassen, dass meine Fiole nicht leer läuft. Wir haben nicht mehr so viel. Vielleicht mache ich doch kein Licht an. Ich gucke nochmal hier, ob das hilft. Ob sich die Fiole hier füllt. Denn das ist gerade eine Theorie im Chat. Wir haben ja jetzt die... Hallo? Wir haben ja jetzt die blaue Fiole. Nee, die füllt sich nicht. Leider. Das ist ein Labyrinth hier. Das ist ein Labyrinth. Oh, fuck. Da stand er. Der stand hier. Hier kennt er sich natürlich am allerbesten aus, ne? Hier ist sein Zuhause. Der weiß hier, wo es lang geht. Da ist... Boah, ich dachte gerade, das wäre der. Hier ist was zum Nachfüllen. Und da vorne ist das letzte Fragment. Aber wir gucken uns hier erstmal eine Geschichtsstunde nochmal an. Was sehen wir da? Wir sehen, wie die Priesterin, die wir ja wahrscheinlich sind, auch schon hustend durch die Nacht streift. Mit der Fiole als Taschenlampe. Oh, da geht's schon weiter. Und sie streift durch die Wälder, auch weiter hustend. Sie ist langsam, sie dreht sich um. Ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen Angst und wir wissen alle, vor wem sie flieht. Sie schüttelt immer wieder ihre Fiole und geht hinab in die Erde und findet dann da den angeketteten Alchemisten. Warum ist der angekettet? Aber sie wusste nicht, dass er tot ist. Sie schlägt die Hände. Er hat's gegessen. Er hatte die Pflanze vor sich liegen. Und jetzt trägt sie ihn auf die Totenbahre. Was macht sie jetzt mit ihm? Ah, ich glaube, sie bereitet sein Totenritual vor. Niedergeschlagen und traurig. Aber irgendwas scheint sie... Oh, auch aus ihm... Oh, ja. Oh, ja. Wir haben es doch gewusst. Da ist er.
Er hat uns beobachtet, wie wir das sehen. Der hat uns beobachtet, wie wir das letzte Puzzle der Geschichte zusammengesetzt haben. Und jetzt ist es offensichtlich für jeden, das ist der Alchemist bzw. sein böser Geist. Und er lag, warum auch immer, angekettet. Vielleicht wieder ein Selbstversuch, man weiß es nicht. Da lag irgendwie eine Kette auf dem Boden. Und dann kommt die Priesterin, anscheinend auch krank, denn sie war am Husten, und kommt zu ihm, schlägt die Hände vor den Mund, so, oh, so, oh scheiße, der ist ja tot. Das klingt jetzt lustiger, als ich es meine. Und hat dann die Pflanze neben ihm gefunden. Warum er letztendlich, weil er hat sich immer gesträubt, die Pflanze zu nehmen, warum er letztendlich doch eine genommen hat, vielleicht um sein Leben dann doch letztendlich noch zu verlängern oder zu retten, das weiß man nicht. Ja, wir wissen es nicht, warum er die Pflanze genommen hat. Ich speichere hier nochmal. Nee, der zweite Speicherstand ist es. 15.26 Uhr. Und da hinten ist die letzte Scherbe und der Alchemist, der hat uns gesehen. Er weiß jetzt, dass wir Bescheid wissen. Geh weg. Geh bloß weg. Ich versuche meine Fiole. Hier sind überall die Fiolen. Und diese ganzen Apparaturen und so. Ich versuche, die so gefüllt wie möglich zu halten. Was ist das hier? Ach so, einfach nur eine Laterne. Das ist eine Grab... Moment mal, bevor wir da jetzt näher rangehen, Moment mal. Die Totenbahre rechts. Ganz eindeutig, auch vom wegen des Symbols, ist der Totengräber der Alchemist. Und da liegt auch ein Skelett. Und dieses Skelett hat den letzten Schlüssel in der Hand. So, links davon ist unser Symbol. Als wir aus unserem Sarkophag rausgekommen sind, aus unserem Schlaf erwacht sind, da war dieses Symbol an unserem Sarkophag dran und wir haben im Laufe der Zeit gelernt, wahrscheinlich sind wir das, diese Priesterin. Und dieser Sarkophag ist leer. Warum sollte der Sarkophag neben dem Totengräber sein? Denn eigentlich, wenn wir die Priesterin sind, dann war unser Ehemann, unser Freund, unser Geliebter, was auch immer, der Bürgermeister. Wir würden doch mit dem begraben werden. Oder unsere Totenbahre oder was auch immer wäre doch neben ihm. Und nicht neben ihm hier. Das macht noch keinen Sinn für mich. Ich lasse euch gerne rätseln. Aber ich komme gerade nicht auf eine gute Erklärung dafür. Eigentlich war das mit der Eifersucht vorher nur ein blöder Witz, ja. Aber vielleicht ist es tatsächlich sowas gewesen. Weil sie hat... Oder es war wirklich so ein Zwiespalt zwischen beiden. Denn sie war sehr erschrocken über seinen Tod. Natürlich ist man erschrocken über einen Tod aus der gleichen Spezies, sage ich jetzt mal. Aus dem Dorf, da kennt man ihn. Aber sie war sehr erschrocken. Vielleicht war zwischen den beiden auch noch was. Und zwischen hier hinten bei dem Bürgermeister, was wir mit dem Mosaik gesehen haben. Vielleicht auch zeitlich versetzt. Das will mir gerade nicht so recht in den Sinn. Es sei denn, es erklärt sich gleich noch. Wir gehen mal hin. Er hat das letzte Siegel. Wenn ich das Siegel jetzt nehme, wird was passieren. Deshalb gucke ich mich hier nochmal kurz um. Ja, ganz offensichtlich hat er sich um die Toten gekümmert. Immer wieder diese Pflanze zu sehen. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Vielleicht ist das unser Vater. Ist das unser Vater? Auch eine gute Theorie. Die sind miteinander verbunden. Schaut euch das an. Durch diese typische Energielinie sind die miteinander verbunden. Ich werde mich da doch jetzt nicht drauflegen. Oh, guck mal, er schaut uns an. Seine leeren Augenhöhlen.
die fordern uns quasi auf, uns dahin zu legen. Weil seine toten Hände geben es nicht her. Ich kann es hier nicht rausnehmen. Er hält es in seiner Brust. Warum reißt du es nicht aus seinen toten Händen, verdammt nochmal? Ich werde mich doch jetzt nicht hier hinlegen und hinterher noch mein Leben opfern. Aber so wie es aussieht, hat er genau das geplant. Es sieht für mich so aus, als wollte er vielleicht genau das haben. Denn er hat sich ja nun mal hier so hingelegt. Oder wurde so hingelegt. Mit den verschränkten Armen, das Siegel schützend und mit dem Kopf genau hier hingelegt. Als wenn er uns genau auffordern wollen würde, hier, da kannst du dich mal hinlegen. Ich werde hier nochmal speichern. Ja. Und es bleibt nichts anderes übrig. Ich gucke hier nochmal. Vielleicht doch. Ich hoffe, dass wir noch nicht genug von den, oder dass wir noch wenig von den Pflanzen gegessen haben. Ich werde mich auch nochmal hier ein bisschen umgucken. Pass auf. Ich werde mich nochmal umgucken, bevor... Oh, wir können gar nicht zurück. Doch, können wir. Wir sind noch nicht durch alle Räume gegangen. Hier sind nur Särge gelagert. Ich werde mich ein bisschen beeilen und gucken. Wer weiß, ob wir hier noch was finden. Ein Hinweis oder sonstiges. Hallo! Hallo? Ich komme dir mal nicht zu nahe, wohl? Das ist, glaube ich, besser. Du folgst mir auch nicht. Okay. Denn wer weiß, ob wir hier noch irgendwas finden können. Was vielleicht wichtig ist. Ich mache mal gerade die Runde, denn er ist ja hier gerade hin. Ich kann da gar nicht die Runde machen. Vielleicht will er auch nicht, dass wir da hinten hinkommen. Ich werde da nochmal hinrennen. Okay, jetzt ist er weg. Was war hier? Warum warst du hier? Ah, ich glaube, hier ist aber nichts mehr. Ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach daneben legen. Ja, und schauen, was da kommt. Okidoki, dann legen wir uns doch mal daneben. Bekommst du wieder, was du willst, ne? Selbst im Tod. Oh, das ist doch eine blöde Idee. Das ist doch eine blöde Idee. Oh, da steht er. Der Geist wacht quasi über seinen toten Körper. Sind wir jetzt auch ein Geist? Wir begegnen ihm doch jetzt quasi in der Geisterwelt. Jetzt ist er weg. Wir haben die blaue Fiole noch. Oder generell die Fiole. Und sie ist blau. Ich will mal nicht ins Nichts fallen hier unter uns. Uiuiui. Wir folgen dem doch jetzt. Wir sind doch jetzt in seiner Gedankenwelt. Wetten, das ist so? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt auftreten kann. Wir sind jetzt bestimmt in seiner Gedankenwelt. Was ist denn das? Ein Baby? Die sind verbunden. Das ist so ein bisschen wie Yin und Yang. Das Gute und das Böse sind miteinander verbunden. Und dieses Zackige, das könnte diese typische Energielinie sein. Ein Baby im Guten, ein Baby im Bösen. Und in der Mitte überschneidet es sich und sie sind verbunden miteinander. Da ist er, der führt uns. Der führt uns. Okay, ich brauche nicht springen. Es geht auch so. Sie sind Geschwister. Ja, ja, das meinte ich. Vielleicht sind sie Geschwister. Deshalb tötet er uns vielleicht auch nicht. Er könnte uns vielleicht töten. Er hätte uns töten können. Er hätte Chancen dazu gehabt. Und wir hatten zwar was mit diesem Bürgermeister, mit dem Anführer dieses ganzen, dieser ganzen Rasse jetzt, sage ich mal, dieser Stadt.
Aber das war unser Bruder. Und er ist der Böse und wir sind die gute Priesterin. Und trotzdem sind wir miteinander verbunden. Oh ja, seht euch mal die Farben an. Unser Bruder, der Alchemist, und wir das Mädchen. Das Mädchen bei Mama und der Bruder beim Papa. Der Bruder, der Alchemist, und das Mädchen, die Priesterin. Das klingt recht plausibel. Aber warum führt er uns dann nochmal durch die Vergangenheit? Warum führt er uns... Weil wenn wir die Schwester wären, dann würden wir doch unsere Vergangenheit kennen. Ah, man sieht es schon. Es ist ein Mädchen und es ist ein Junge. Und ganz normal, wie Geschwister das machen, spielen sie Fangen. Der Vater ist wahrscheinlich noch dabei und guckt sich das an, passt so ein bisschen auf. Und das Leben schreitet voran. Das haben wir immer wieder gesehen. Sonnenaufgang. Das Leben schreitet voran. Die Sonne steht hoch am Himmel. Die beiden werden älter, spielen immer noch miteinander. Und hier ist es Nacht. Die beiden sind älter geworden. Und es sieht so aus, als würde der Junge weinen. Sind die Eltern da vielleicht gestorben? Das Mädchen hat noch ein Licht in der Hand. Vielleicht, sie tröstet ihn auch. Sie hat ihren Arm auf seiner Schulter. Das sieht man ein ganz bisschen noch auf seiner linken Schulter, von uns aus gesehen rechts. Und sie tröstet ihn. Da kommen schon die ersten Anzeichen für die Priesterin raus. Nicht Vater, Bruder. Bruder, ja. Also nicht Vater, Bruder. Ich glaube Bruder. Das sind Geschwister. Man sieht hier schon, wohin ihre Reise geht. Vielleicht sind da die Eltern gestorben. Und vielleicht ist es jetzt so, dass er, seit er Kind war, seit er dieses Erlebnis, den Tod seiner Eltern, miterlebt hat, vielleicht nach einem Mittel gesucht hat, um den Tod zu besiegen. Und letztendlich wurde er selber ein böser Geist. Gibt es hier noch andere Wege, die ich einschlagen kann? Ich glaube nicht. Okay, dann geht's hier weiter. Ich denke mal, die Zeit schreitet voran. Der Weg, den wir hier zurücklegen, bedeutet sicherlich auch voranschreitende Zeit. Und man sieht... Ja, man sieht es. Die beiden sind wieder älter geworden und er ist sehr fleißig am Studieren. Er lernt sehr fleißig, guckt sich das alles mit wachen Augen an. Während sie, die ihn früher noch getröstet hat, da war sie so vielleicht ein bisschen die große Schwester, obwohl sie eigentlich gleichaltrig aussehen. Sie ist eingeschlafen, sie interessiert das Studieren nicht so sehr und er scheint sehr hinter etwas her zu sein. Er scheint sehr eifrig bei der Sache zu sein. Rechts oder links? Ich gehe mal rechts lang. Ah, und hier sind die beiden, ja, wie sie ausgebildet wurden. Sie ausgebildet zur Priesterin. Ihre Lehrerin, das sehen wir rechts, kriegt langsam graue Haare. Und irgendwann, sie kniet am Anfang, das heißt wahrscheinlich, sie ist etwas niedriger in der Position. Sie ist in der Ausbildung. Dann bekommt sie aber zuerst ein Amulett, dann bekommt sie einen Schleier und schlussendlich steht sie, sie ist sogar größer als ihre Ausbilderin. Das ist also durch Größenverhältnisse vielleicht auch ein bisschen der Stand dargestellt und ihre Ausbildung als Priesterin ist beendet. Und auch er kniet am Anfang, ist in der Ausbildung, bekommt sein Amulett und dann bekommt er seine Haube, bekommt sogar eine Scherbe. Und auch er steht am Ende und ist fertig mit seiner Ausbildung. Und da hinten wartet er auf uns. Das ist ein Tor. Hier wird nichts gezeigt. Das ist ein Tor. Ins Dunkle. Oh, der krasse Gegensatz. Hier... die helle Welt und hier ist die dunkle Welt. Schwärze. Schwarzes Glas auf dem Boden, nicht wie gerade. Weiße Wolken. Oh. Ich glaube, dieses Bild ist klar.
Die Interpretation dieses Bildes ist, glaube ich, relativ eindeutig. Sie sind voneinander getrennt. Die Geschwister sind voneinander getrennt und beide scheinen nicht sehr glücklich darüber zu sein. Sie hat die Augen zu, wahrscheinlich in Trauer. Und sie sind voneinander getrennt. Wenn am Anfang die schöne Zeit war, die Kindheit, die tolle Zeit, dargestellt auch mit weißem Licht, ist jetzt wahrscheinlich eine nicht so schöne Zeit angebrochen. Und sie beginnt damit, dass die beiden voneinander getrennt sind. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich glaube, hier geht es langsam mit dem Gestein los, was wir immer wieder gefunden haben. Der Bürgermeister scheint dieses Gestein gefunden zu haben und wir sehen das auch. Überall in der Wand, so ringsrum, leuchtet es irgendwie und das sendet Licht aus. Und dann sagt der Bürgermeister hier zu ihm, guck mal, du bist doch unser Alchemist, du kennst dich doch damit aus. Er kratzt sich so ein bisschen am Kopf, weiß noch nicht genau, was das ist, untersuch das doch mal. Und das tut er auch, er untersucht dieses Gestein und letztendlich entwickelt er die Phiole, die er da in der Hand hält. Und er macht daraus eben diese kristalline, diese flüssige Form, ne, kristallin ist was anderes, also diese flüssige Form, die wir dann gießen können, die wir in den Flaschen auch immer wieder finden. Und das ist doch eigentlich erstmal ein guter Erfolg. Ah, okay, guck mal hier. Guck mal hier, da geht's schon los. Haha. Folgendes ist passiert. Unser Alchemist, unser Bruder, hat das entwickelt, aber steht hier sehr abseits. Der Bürgermeister hält das jetzt in der Hand und sagt, hier, stellt es da wie seine tolle Errungenschaft. Alle scharen sich um ihn und sagen, toll, sind erstaunt. Auch seine Schwester. Auch seine Schwester, die später mit ihm hier was anfängt. Da bahnt es sich doch schon an und er steht außerhalb mit verschränkten Armen. Niemand beachtet ihn, obwohl er eigentlich, ja, derjenige sein müsste, den sie bejubeln. Aber nein, sie bejubeln natürlich ihre Oberhaupt. Und da beginnt der Neid. Und mit Neid beginnt auch der Streit. Und das reimt sich sogar, denn hier streiten sich die beiden. Man sieht die Pflanzen, die sind schon angebaut worden. Und irgendwie, ja, die beiden scheinen sich nicht zu verstehen. Vielleicht geht es da schon darum, dass der Alchemist sagt, nee, lass das mit den Pflanzen. Und sie sagt, hö, die hast du doch erfunden. Du hast doch gesagt, die sollen wir benutzen. Die haben uns doch gute Dienste erwiesen. Und jetzt streiten sie sich hin und her und hin und her. Dun, dun, dun. Also wir sehen schon, warum es hier schwarz ist. Alles nicht ganz so rosig. Nicht heiter Sonnenschein. Oh, und was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt wird's interessant. Da wird er nämlich abgeführt. Deshalb lag er vielleicht in Ketten. Ah, und da hinten wartet er auf uns. Die Schwärze, das rote Licht in der Schwärze. Aber hier sehen wir schon, da ist wahrscheinlich eine Versammlung. Und wir sehen, die Leiche ist schwarz. Das ist der Moment, nachdem wahrscheinlich die erste Leiche in diesem schwarzen Rauch aufgegangen ist. Und alle sind versammelt. Er steht mit verschränkten Armen da, nach dem Motto, ich will jetzt eine Erklärung, was ist hier los? Und unser Bruder ist schon etwas älter. Alle anderen sind vielleicht noch fit und jung, weil die haben sich ja an den Pflanzen bedient. Er wollte das ja nie. Und er hat schon seinen Gehstock und zeigt dann mit dem Gehstock hier. Das liegt an den Pflanzen. Und dann sagen die alle, verdammt, an den Pflanzen, was ist hier denn los? Und daraus folgt, dass er weggesperrt wird. Weil die Leute schließen daraus, du hast uns die Pflanzen gezeigt, du hast uns ins Verderben getrieben, du hast uns hier die Technologie gegeben mit dem Erz und mit der Energie und du warst an allem schuld, du wirst jetzt weggesperrt und jetzt wird doch alles klar. Am Anfang kriegt er gesagt, hier guck mal, da habe ich ein Metall oder irgendeinen Stoff, dann guck doch mal bitte, was du daraus machen kannst. Und er entwickelt das Zeug, nach bestem Gewissen macht er das und bekommt noch nicht einmal den Ruhm dafür. Sondern hier, unser Oberhaupt, der bekommt den Ruhm. Dann geht es weiter, er entwickelt vielleicht die Blumen, auch so in dem Gedanken, ja, das wird uns doch schon helfen.
aber findet heraus, dass das nicht gut ist. Er sagt es seiner Schwester auch, also er hat es wahrscheinlich mitgeteilt, dass das überhaupt nicht gut ist. Es scheint aber so, als hätte niemand auf ihn gehört. Und dann kamen die Folgen und dann wurde es ihm in die Schuhe geschoben. Er war wohl an allem schuld, obwohl er bestimmt Bescheid gesagt hat. Und sie sagt noch so, nein, bitte nicht, nach dem Motto, geh nicht oder nein, das ist ein Fehler, aber er wird weggesperrt. Und letztendlich lag er in Ketten in einem Verlies und ist dort gestorben. Und jetzt wissen wir auch, was da hinten auf uns wartet. Nämlich ein Rachegeist. Ein Rachegeist, der die Schnauze voll hat, der Rache an dem Volk nimmt, was ihn erst ausgenutzt hat und dann als Sündenbock ins Verlies geworfen hat, obwohl er eigentlich Bescheid gesagt hat. Und jetzt wissen wir auch, warum er uns das zeigt. Natürlich wissen wir unsere Vergangenheit, aber er führt uns nochmal genau vor Augen, was wirklich mal passiert ist. Eieieiei, und jetzt steht er so nach dem Motto da, na? Hast du jetzt das ganze Puzzle gesehen? Hast du jetzt alles gesehen? Jetzt kannst du dir ein Urteil machen. Und ja, jetzt haben wir alles gesehen, lieber Bruder. Und hier haben wir jetzt nochmal wahrscheinlich eine letzte Projektion von vergangenen Ereignissen. Wir werden sehen. Oh, die Musik hält an. Der alte Alchemist und das Oberhaupt, die treffen sich und diskutieren. Er ist anscheinend schon angekettet. Er ist schon angekettet in seinem Verlies. Da durfte er nicht mehr raus. Und die diskutieren weiter über die Pflanze. Er schlägt ihm die aus der Hand und geht immer wieder weg. Und er wütet auf ihn, er wettert. Und macht hier so und so und so. Wahrscheinlich geht es darum, um die Fiolen. Und er wird handgreiflich. Ein Streit entsteht. Oh, ich hab es doch gewusst. Er wirft sich auf den alten Mann, auf den alten Alchemisten. Und bringt ihn um. Er klaut ihm die Fiole. Und mit dem waren wir zusammen. Wenn wir die Priesterin sind. Natürlich sind wir die Priesterin. Wie sollte es anders sein? Und das wollte er uns als letztes noch zeigen. Als allerletztes wollte er uns das zeigen. Und jetzt guck... Oh. Boah, was für eine tragische Geschichte. Und das war sein letzter Wille. Sein letzter Wille war... Bevor du das Fragment nimmst, hör dir meine Geschichte an. Ich möchte dir vorher noch meine Geschichte zeigen und ich möchte dir zeigen, was mir angetan wurde. Und es ist kein böser, es ist vielleicht ein böser Geist, es ist ein Rachegeist, aber zu Recht. Zu Recht. Der hat den umgebracht. Der hat den erst eingesperrt, zu Unrecht. Und dann hat er ihn umgebracht. Und dann hat sie ihn hinterher gefunden und hat ihn hier aufgebahrt. Und dann wurde sein Geist freigelassen. Und dann hat er Elend über das Volk gebracht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Es war gut, dass er uns das gezeigt hat. Ich habe erst gedacht, boah, das ist doch ein Fehler, sich da hinzusetzen, hinzulegen. Mach das nicht. Das ist eine Falle. Aber es kam ein guter Plot-Twist dabei herum. Und jetzt nehmen wir das letzte Fragment. Und ein letzter Geist steht hier jetzt. Und wahrscheinlich ist das der... Ich würde mir wünschen, dass das die gute Seite unseres Bruders ist. Und wir wachen hier wieder auf. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was hier mit passiert. Ein Zeitportal oder was auch immer es ist. Die letzte Scheibe dreht sich.
und aktiviert ja alles. Oder? Ein Durchgang. Boah, wohin? Ein Durchgang wohin? Kein Portal? Einfach nur ein Durchgang nach hinten weg. Ein bisschen antiklimatisch, ich geb's ja zu.